Kapitel 6. Endlich versteht mich jemand. Nun also, nach dem kleinen, recht besonderen Frühstück, entschied sich das Duo, ihre Kabine zu verlassen. Zunächst mit dem Ziel, auch Nummer 3 der Gruppe wiederzufinden. Zwar war ihnen etwas Ruhe vor dem Fukano durchaus recht, doch sie waren immer noch in der Heimat des Feindes. Und eigentlich hätte das Fukano noch am Abend in die Kabine einkehren sollen. Letztlich brauchten sie ihn ja auch noch und trotz allem war er Flammes Bruder. Die Sonne strahlte hell herab durch eine kleine Lücke zwischen grauen Wolken. Doch genügend, um blendend zu sein, gerade durch das reflektierende Wasser. Einerseits würde Flamme das Treiben auf dem Deck als lebhaft beschreiben. Andererseits wusste er selber, dass dies auch irgendwo übertrieben wäre. Einige Pokémon befanden sich hier zwar. Die meisten lagen allerdings eher träge in den paar Strahlen der Sonne, welche noch zu erhaschen waren. Die einzigen, die tatsächlich beschäftigt schienen, waren Dämonen, die zur Crew gehörten. Und auch da nur teilweise. Andere standen bloß herum, behielten die Lage an Bord im Auge. Oder nicht mal das. Zur Kategorie nicht mal das zählte auch die Kapitänin Funkenherz, die schlicht an der Spitze des Schiffes stand und aufs Wasser blickte. Und gleichermaßen war sie das Pokémon, welches Flamme instinktiv ansteuerte. Hey, Kapitänin! Das Luxio wandte sich um, sichtlich etwas müde und gleichermaßen verwirrt. Ich habe auch einen Namen. Ich sagte euch doch, dass ich nicht auf große Titel stehe. Das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist mein Bruder. Wo ist er? Er hat sich gestern noch aufgemacht, um seinen Teil des Deals einzulösen. Seitdem haben weder Absol noch ich ihn auch nur einmal gesehen. Was hast du mit ihm gemacht? Ich habe nichts mit ihm gemacht. Nun, außer ihn schlafen zu lassen. Soll hat von in der Kapitänskajüte geschlafen, nachdem er mir gestern so lange Fragen beantworten musste, bis er irgendwann eingeschlafen ist. Keine Ahnung, ob er inzwischen wach ist. Ihr könnt ja nachsehen, wenn ihr wollt. Die Kajüte ist einfach die Treppe zur Front runter. Direkt 180 Grad drehen, noch eine Treppe runter und dann ganz rechts. Nun, dies war alles andere als die erwartete Antwort. Schlafen tat er bis in den Vormittag hinein. Und das auch noch außerhalb der eigenen Kabine. Als wäre Soll nicht sonst der Erste, der bei Sonnenaufgang losrennt. Wobei dies sich, um fair zu bleiben, auf dieser Reise etwas geändert hatte. Einmal da Flamme einfach deutlich weniger schlief als je zuvor. Andererseits da das Fukano endlich mal seine Energie aufzubrauchen schien und nicht jeden Tag energiegeladener schlafen ging, als er aufgestanden war. Aber das änderte nichts daran, dass das Vulpix misstrauisch gegenüber der Kapitänin war. Also gut, dann gehen wir ihn mal besuchen. Ohne überhaupt darauf zu warten, dass Absol antwortete, der vor dem Verlassen ihrer Kabine wieder die Gestalt eines solchen angenommen hatte, trat Flamme voran. Was wartete jetzt da unten, in diesem Raum, wo sie hingeschickt wurden? Eine Falle? Sollten dort die Feinde Omegons überfallen werden? Hatten sie Soll als Geißel genommen? Die Antwort folgte schnell, als das Vulpix, Absol auf etwas Distanz folgend, die Tür aufriss, welche eindeutig jene zur Kabine der Kapitänin war. Und dort erblickte er genau, was Funkenherz ihm versprochen hatte. Sein Bruder, der auf einem Haufen Stroh eingenickt war und gerade durch den Knall der Tür aufzuwachen schien. Ist schon morgen? Muss ich aufstehen? Der Morgen ist schon rum und aufstehen solltest du sowieso. Flamme, was machst du denn hier? Die Frage gebe ich gerne so zurück. Was zur Hölle denkst du dir eigentlich? Was sollen wir bitte denken, wenn du am Abend einfach nicht mehr auftauchst
Obwohl das vereinbart war und das gerade an diesem Ort. Ich übernehme nun mal den Job, den ihr beide nicht haben wolltet. Und Funkenherz sagt, dass sie euch Bescheid gibt. Und du erwartest, dass wir ihr einfach glauben. Nun erhob sich Sol, sichtlich genervt, im Wissen, dass wieder einmal ein Streit entstehen würde. Und gleichzeitig hatte er kein Interesse daran, ihn zu verhindern. Ja, wir sind gerade Verbündete, Flamme. Das sagt sie. Wir dürfen definitiv nicht so leichtsinnig handeln, wie du es hier tust. Wir sind immer noch direkt im Heim des Feindes. Wir haben hier keinen Grund, diesen Pokémon zu vertrauen. Wir sind drei komische Mon unterwegs, um ihre Heimat zu zerstören. Komisch seid ihr zwei vielleicht. Lass mich da raus. Und warum musst du es jedes Mal aufs Neue nur auf Misstrauen und Hass aushaben? Gerade sie. Sie und ihr Team sind doch auch nicht weniger Opfer von Omegon als wir. Er hat sie unter Lügen und Vorwänden in einen Krieg geschickt, in dem sie Freunde und Familie verloren haben. Schreckliches Leid erfuhren, nur um am Ende zu erfahren, dass ihre Taten den Tod von Millionen ermöglichten. Oder sie lässt sich das nur glauben und ist tatsächlich ihrem Gott, ihren Idealen und ihrer Familie treuer als ein paar Fremde. Verstehst du es nicht? Sie ist ihrer Familie treu. Ihre Familie beinhaltet Darkrai, den Götterboten. Jemanden, der auf unserer Seite steht. Sie glaubt uns nicht bloß, weil wir eine Geschichte erzählt haben, sondern weil diese Geschichte das passende Teil in einem riesigen Puzzle ist. Wir haben ihr logische Erklärung auf viele Fragen geliefert, die nach Omegons Weltbild nicht erklärbar wären. Und du stellst dich hier hin, glaubst jedes Wort, verteidigst sie, bloß weil du ihr Vertrauen schön erklären kannst. Sie ist unsere Feindin, Sol. Jedes bisschen Vertrauen könnte das Ende unserer Mission bedeuten. Warum diskutiere ich überhaupt mit dir? Deine Moral ändert sich doch ohnehin, je nachdem, was dir gerade besser passt. Bei Absol hast du stundenlang gepredigt, weshalb ich ihm doch vertrauen sollte. Aber wenn wir eine Verbündete finden, mit mehr Wissen über diese Welt als wir alle, mit einer Vergangenheit an Erfahrung, da bist du wieder ganz dagegen. Es lagen dem Vulpix so viele Argumente auf der Zunge. Doch irgendwann musste er auch einsehen. Sie waren alle wahr. Aber Sol würde ihn nicht anhören. Wenn ich mich dann auch mal einmischen darf. Zum ersten Mal während des Gesprächs erhob nun auch Absol seine Stimme. Ich finde ja beide recht. Teilweise. Teilweise auch nicht. Funkenherz ist die Verbündete, die wir brauchen. Aber gleichzeitig gehört sie zu einer Welt, die von den Worten des Gottes der Manipulation gesteuert wird. Wir tun gut darin, ihr zu vertrauen, aber mit gewisser Vorsicht. Und diese Vorsicht hat Sol schon lange verloren. Solange, dass er jetzt scheinbar dieses Luxio unserer Gruppe vorzieht. Wir sollten ein Team sein. Willst du wissen, warum? Zornig schritt das Vukano auf seinen Bruder zu. Stand ihm direkt gegenüber. Wenn du willst, dass wir ein Team sind, dann fang endlich mal an, mich zu behandeln, als wäre ich ein Teil davon. Hast du auf dieser ganzen beschissenen Reise auch schon einmal zu mir gehalten? Jedes Mal widersprichst du mir, ignorierst meine Meinungen, stellst mich als den Bösen dar. Und gleichzeitig soll ich dann noch allem folgen, was du sagst. Sonst bin ich der naive, dumme, derjenige, der die Mission gefährdet. Und seitdem wir dieses Sorak dabei haben, ist es nur schlimmer geworden. Seitdem könnt ihr mich systematisch immer ausschließen, mir das Leben zur Hölle machen. Ich bekomme die Aufgaben, auf die ihr keine Lust habt. Und sonst hängt ihr möglichst zu zweit rum und versucht Abstand von mir zu halten. Wenn du schon nicht bereit bist, mich wie ein Pokémon zu behandeln, dann lass mir das hier. Mit Funkenherz hatte ich zum ersten Mal, seitdem wir unser Dorf verlassen haben, das Gefühl, tatsächlich angehört zu werden. Dieses Gefühl durfte ich seit Wochen nicht spüren. Endlich versteht mich jemand.
Und das Erste, was du wieder tust, ist, mich dafür niederzumachen, dass ich meine Zeit lieber mit einem Pokémon verbringe, mit dem ich mich auf Augenhöhe unterhalten kann, das nicht versucht, von oben auf mich herabzureden. Zum ersten Mal auf dieser Reise muss ich nicht so tun, als hätte ich Spaß, bloß weil es von mir erwartet wird, dass ich der große Abenteurer bin, der das ja alles schon um der Reise willen genießt. Während Flamme von all diesen Anschuldigungen wie erschlagen war, stellte sich Absol zwischen die beiden Brüder, gewandt an Sol. Also, ich kann hier nur für mich sprechen, aber mein Ziel war es nicht, dich auszuschließen. Jedoch musst du auch mal fair bleiben. In der Regel gehst du eher mir aus dem Weg als andersherum. Ich wäre durchaus immer noch bereit für tatsächlichen Teamgeist, aber dafür musst du auch mir gegenüber entsprechend agieren. Gut, das sehe ich ein. Ich schätze, ich könnte wohl aufhören, dir systematisch zu misstrauen. Bisher ist ja nichts Schlechtes rausgekommen. Was aber nicht für Flamme spricht. Also, hast du auch noch etwas beizutragen? Ja, das habe ich. Herausfordernd blickte Sol seinen Bruder an, sichtlich auf eine Entschuldigung wartend. Primär jedoch auf eine Besserung. Das Fukano hatte lange genug viel mit sich machen lassen, aber an diesem Punkt hatte Flamme sich anhören dürfen, was genau sein Bruder wirklich dachte. Weißt du noch, wie wir in unserer eigenen Welt gereist sind? Im Glauben, dass ich der einzige Auserwählte wäre? Die Dinge haben sich seitdem geändert. Aber wie mir scheint, überschätzt du, wie sehr. Die Sage, der wir folgen, ist immer noch die Sage der Flamme. Es ist meine Sage. Du spielst auch eine Rolle. Aber nicht mehr als das. Du scheinst vergessen zu haben, dass ich diese Gruppe trotz allem anführe. Und als Anführer habe ich das Recht, Veto gegen deine Missentscheidung einzulegen. Wenn dir das nicht passt, dein Problem. Entweder bleibst du Teil der Sage und lebst damit. Oder du gehst und machst etwas anderes. Ich habe nicht darum gebeten, dass du mitkommst. Sol konnte nicht glauben, was er hier hören musste. Das war die Antwort auf die Worte, die Flamme gehört hatte. Anführer, willst du jetzt mit so einer Scheiße anfangen? Gut, wenn du jetzt irgendwelche Hierarchien aufbauen willst, dann los. In einer Hierarchie habe ich das Recht, den Anführer herauszufordern, um selber den Titel zu gewinnen. Oder hast du Angst? Jetzt beruhigt euch mal bitte. Beide. Als Passagier habe ich tatsächlich Angst davor, dass sich zwei Feuer-Pokémon auf einem Holzschiff bekämpfen. Immer noch voller Zorn. Aber gegenüber Absol auch etwas Verständnis, stieß Sol sein Bruder schlicht unsanft zur Seite und trat hasserfüllt aus der Kabine. Und du wirst nicht noch ein Wort mehr mit diesem Luxio reden, als für den Deal nötig. Halt dein Maul, du hast mir nichts zu sagen. Mit diesen letzten Worten fiel die Tür lautstark ins Schloss. Kurz blieb Flamme noch zurück, bloß stumm auf die Tür blickend. Während Absol stumm auf ihn blickte. Guck nicht so. Er hat es doch nicht anders gewollt. Enttäuscht schüttelte der Unlichttyp den Kopf. Doch, das hatte er. Aber du hast es nicht anders werden lassen. Stimmst du ihm etwa zu? Ich dachte, du stehst auf meiner Seite. Hast du dich selber angehört, Flamme? Ich stehe auf deiner Seite, aber ich bin auch mehr als bereit, dir zu sagen, wenn du im Unrecht bist. Und ich dachte, du wärst Mon genug, das hier zu sehen. Ohne überhaupt eine Reaktion abzuwarten, trat auch Absol aus der Kabine heraus. Scheinbar sogar Sol folgend. Hatte sich Flamme so in ihm getäuscht,
dass das Zorak nun lieber dem Pokémon beistand, das ihm misstraute wie kein anderer. Aber gleichzeitig, die Worte Solz hatten das Vulpix kalt gelassen. Die Worte Absolz jedoch, obwohl sie so wenige waren, saßen viel tiefer. Ich dachte, du wärst Mon genug. Flamme war doch ein gutes Mon. Aber ein Mon mit einer Rolle. Und diese Rolle war an der Spitze dieser Gruppe. Wenn sein Bruder die Mission so aktiv gefährdete, dann musste er ihn als Anführer doch vor sich selbst schützen. Daran war doch nichts falsch. Oder hatte Sol etwa doch recht? War Flamme gar kein wirklicher Anführer? Absol würde ihm doch bestimmt nicht zustimmen, wenn in den Worten keine Wahrheit steckte. Aber selbst Absol... Es machte wohl keinen Unterschied. Wenn die beiden noch zu ihm hielten, dann gut. Dann müssten sie aber auch einsehen, dass dies nun einmal Flammes Rolle war. Eine Rolle, in die er hineingeboren wurde. Er wollte sie doch selber nie haben. Also wie konnte sein eigenes Team in ihm den Bösen sehen, nur da er seine Bestimmung erfüllte? Er war ein guter Anführer. Vielleicht kein gutes Pokémon, aber das war nicht, was am Ende des Tages zählte.